Oh, guten Morgen. Ich darf Sie ganz herzlich zur ersten Veranstaltung in unserer Reihe Neue Gräben und Mauern, wenn Gesellschaften sich polarisieren und wie Spaltungen überwunden werden, begrüßen. Mein Name ist Virginia Richter. Ich bin zusammen mit Isabel Noth eine der Co-Projektleiterinnen von diesem Forum Universität und Gesellschaft Projekt. In der Gruppe waren auch Nationalrätin Regula Ritz und Altnationalrat Rudolf Strahm. Am 16. Oktober 2021 wurde der britische Abgeordnete David Amos während einer Bürgersprechstunde durch eine Messerattacke ermordet. Das war bereits der zweite Mord an einem Parlamentsmitglied in Großbritannien innerhalb von 5 Jahren. 2016 wurde die Abgeordnete Jo Cox ermordet, ebenfalls während einer Begegnung mit Wählern. Die deutsche Grünen-Politikerin Renate Künast wurde vor 5 Jahren mit wüsten Beleidigungen und Vergewaltigungsdrohungen im Netz überschüttet. Sie hat darauf nicht nur mit konsequenten Strafanzeigen reagiert, sondern hat auch einige der Urheber persönlich aufgesucht. Wie sie kürzlich während einer Tagung sagte, bei den Hausbesuchern ihrer Hater sei ihr aufgefallen, dass es sich nicht, wie vielleicht zu vermuten, um verarmte, von der Gesellschaft abgehängte sprachliche Einzeltäter handelt, sondern Menschen aus allen gesellschaftlichen Gruppen, die vor allem durch eine bestimmte rechte Denkweise vereint waren. Im August diesen Jahres wurde die Zürcher Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli während einer Werbetour für mehr Impfungen im Zürcher Oberland mit Apfelsaft übergossen. Wie ihr Sprecher später kommentierte, das wäre nicht nötig gewesen, sie wäre ja vor Ort gewesen, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das sind 3 Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, in denen die Regeln einer zivilen Debattenkultur massiv verletzt wurden und politische Kritik in Hassrede, körperliche Übergriffe und sogar Mord umschlug. Die jeweiligen Umstände, die Biografien der Täter und das Ausmaß der ausgeübten Gewalt sind jeweils sehr unterschiedlich. Aber es sind 2 Aspekte diesen 3 Fällen gemeinsam. Die Übergriffe passierten, während die Politiker ihrer ureigentlichen Aufgabe nachgingen, dem Dialog mit Wählerinnen und Wählern. Dass Politikerinnen ihr Handeln erklären, sich den Fragen und der Kritik stellen und die Anliegen der Bürger auch wieder in die Politik einspeisen, gehört zu den wesentlichen Säulen der Demokratie. Diese ist gefährdet, wenn die politischen Akteure dabei um ihre Würde und ihr Leben fürchten müssen. Der Witwer von Jo Cox kommentierte nach dem Mord an Amos: Ein Angriff auf die gewählten Volksvertreter ist ein Angriff auf die Demokratie an und für sich. Die 2. Gemeinsamkeit ist, dass solche Übergriffe, wenn es sich nicht direkt um Mord handelt, oft verharmlost werden. Nathalie Rickli wurde ja nur mit Apfelsaft bespritzt. Renate Künast wurde nur beleidigt. Wer in die Politik geht, muss halt was wegstecken können. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Das übersieht aber, wie oft dem Umschlag in Gewalt eine sprachliche Vergiftung der Atmosphäre vorausgeht. Hassrede bereitet den Boden für die Delegitimierung des Gegners, für seine Entwertung als Mensch und damit für das subjektive Gefühl des Täters, seine Tat sei gerechtfertigt. Viele Menschen teilen das Gefühl, dass die Polarisierung in unseren Gesellschaften, in der Schweiz, in ganz Europa, ganz besonders auch in den USA, in den letzten Jahren zugenommen hat. Davon ist natürlich nicht nur der politische Bereich betroffen, sondern auch der zwischenmenschliche Umgang im Alltag. Sanitäter, die bei einem Unfall zu Hilfe kommen, Polizistinnen, die einen Streit schlichten wollen, Contact Tracer, die überprüfen wollen, ob jemand seine Quarantäne ordentlich zu Hause absitzt. Sie alle berichten davon, dass sie bei ihrer Arbeit behindert, beschimpft, bespuckt, angerempelt und bedroht werden. Die Beschränkungen des sozialen Lebens, die wir seit bald 2 Jahren durch die Corona-Situation erleben, haben diese Empfindlichkeit und Reizbarkeit sicher erhöht. Aber diese Entwicklung geht Corona voraus und hat mit den großen gesellschaftlichen Umbrüchen seit den 1990er Jahren zu tun. Also die ganzen Umwälzungen in Europa nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, die Veränderungen der Arbeitswelt mit dem Niedergang der klassischen Industrie, die Globalisierung und all diese Prozesse, die uns ja bekannt sind.
Die Historikerin und Publizistin Anne Applebaum beschreibt in ihrem neuesten Buch »Die Verlockung des Autoritären« den weltweiten Aufstieg populistischer Demagogen und Selbstdarsteller, die sich oft gerade die Regeln der medialen Demokratie zunutze machen, um sie zu unterwandern und sogenannte illiberale Demokratien und ein Einparteienregime einzurichten. Im Original heißt ihr Buch »Twilight of Democracy, the Failure of Politics and the Parting of Friends«, also Demokratiedämmerung, das Versagen der Politik und das Auseinandergehen von Freunden. Als Aufhänger berichtet sie von einer großen Party, die sie mit ihrem Mann, dem damaligen stellvertretenden polnischen Außenminister, an Silvester 1999 in Polen veranstaltete, also das Silvester, das dem neuen Millennium vorausging. Damals kamen die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Englische, polnische und russische Diplomaten, Freunde aus New York, Journalistinnen und Künstler. Bei aller Verschiedenheit, auch in den politischen Ansichten, herrschte bei den Gästen das Gefühl, wie sie sagt, zum gleichen Team zu gehören. Alle glaubten an die Demokratie. Heute schreibt Applebaum, dieser Moment ist vorbei. Beinahe zwei Jahrzehnte später würde ich auf die andere Straßenseite wechseln, um einige der Leute zu meiden, die auf meiner Silvesterparty waren. Sie ihrerseits würden nicht nur ablehnen, mein Haus zu betreten, es wäre ihnen peinlich zuzugeben, dass sie jemals dort waren. Tatsächlich würde sich heute die eine Hälfte meiner Gäste weigern, mit der anderen Hälfte zu reden. Die Entfremdung ist politisch, nicht persönlich. Aber sie ist eben dann doch politisch, weil diese Risse sehr oft durch die Familien durchgehen. Sie beschreibt etwa Fälle von Politikern der PiS-Partei, die mit ihrem schwulen Sohn nicht mehr reden, weil die PiS eben die Rechte der Schwulen und Lesben enorm eingeschränkt hat in Polen. Das Politische wirkt sich also auf das Persönliche aus. In ihrem Buch beschreibt sie die Entwicklung von einer auf einem Grundkonsens beruhenden Demokratie zu einer polarisierten Gesellschaft, in der die eine Hälfte nicht mehr mit der anderen redet. Sie macht das anhand von Beispielen aus Polen, Ungarn, Spanien, Italien, Frankreich, Großbritannien und den USA, also mehr oder weniger sagen die gesamten westlichen Demokratien. Die Schweiz ist sicher von einer solchen totalen Spaltung noch weit entfernt, nicht zuletzt aufgrund einer historisch verankerten Konsens- und Kompromisskultur und eben des Systems der direkten Demokratie, einer Regierungsstruktur, die sich nicht in Opposition und Regierung teilt und so weiter. Dennoch verschärft sich auch hier der Stil der Debatten und gerade im Umfeld von Corona ließen sich viele Beispiele für persönliche Attacken finden, Hass und Falschbehauptungen. Vom Attentat auf Frau Rickli bis zu angriffigen Tweets an Epidemiologen und gehässige Debatten im Internet. Ich habe behauptet, dass es sich bei der gesellschaftlichen Polarisierung um ein besonders aktuelles Phänomen handelt. Und ich glaube, das kann man auch so stehen lassen. Dennoch haben natürlich Vorurteile und Ausgrenzungen von bestimmten Gruppen, Frauenhass, Antisemitismus, Rassismus und so weiter, eine oft lange Vorgeschichte. In allen drei Veranstaltungen in dieser Reihe haben wir daher immer einen Vortrag, der eine historische Perspektive einnimmt und versucht, diese Phänomene wirklich auch historisch herzuleiten, zu zeigen, wie sie sich wandeln. Bevor wir uns dann mit aktuellen Phänomenen befassen und auch, das ist auch ein Ziel dieser Veranstaltung, auch nach möglichen Lösungen fragen. Unser heutiger Schwerpunkt ist das Phänomen des Hasses als ein eben zu historisierendes Gefühl, als eine Praxis der Herabsetzung und als eine Erscheinung der sozialen Medien. Ich begrüße dazu sehr herzlich unsere Referentinnen, Professor Dr. Ute Frevert vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Willkommen in Bern. Professor Dr. Patricia Purchat vom IZFG, also dem Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung hier in Bern und Dr. Lea Stahl vom Soziologischen Institut der Universität Zürich. Bevor ich jetzt zu einer tiefer gehenden Einleitung ins Thema an meine Co-Projektleiterin Isabel Noth übergebe, noch ganz kurz ein paar Infos zum Ablauf. Wir werden nach jedem Vortrag sehr kurz Gelegenheit geben für Verständnisfragen. Wir würden Sie aber bitten, sich so größere Fragen und Kommentare dann für die Podiumsdiskussion aufzuheben. Nach dem letzten Vortrag, also dem Vortrag von Frau Stahl, gibt es auch eine 5 Minuten Umbaupause, wo man dann auch noch mal kurz rausgehen kann.
Dann eben zum Abschluss die Podiumsdiskussion, die wir möglichst schnell, spätestens nach 30 Minuten, für Fragen aus dem Publikum öffnen wollen. Und das angepeilte Ende der ganzen Geschichte ist 13 Uhr. Noch ganz als letztes Wort, herzlichen Dank an das Team, das das organisiert hat, also Markus Moser, Sarah Bähler und Doris Moser und die ganzen Helfer, die ihre Zertifikate kontrolliert haben und all das und die Techniker, die uns bei dieser Veranstaltung unterstützen. Sehr aufwendig, diese Art von die hybriden Veranstaltungen zu organisieren. Also ganz herzlichen Dank an alle, die sich hier sehr viel Mühe gemacht haben. Und damit wünsche ich uns allen einen anregenden Tag und übergebe an dich, Isabel.